Das Verwaltungsgericht Frankfurt an der Oder hat einen Antrag eines Elternteils, dass sein Kind in der Schule keine Maske tragen müsse und nicht getestet werde, an das Jugendamt abgegeben, weil dadurch das Kindeswohl gefährdet sei. Skandal, sagen wir, warum, wieso und weshalb, erfährst du in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Markus Mingers von der Kanzlei Mingers Rechtsanwälte aus Köln. Sollte dir dieses Video gefallen, lass auf jeden Fall ein Abo da, das motiviert uns für euch weiterzumachen und schau dir das Video unbedingt bis zum Ende an. Der Mandant hat den Antrag an das Verwaltungsgericht Frankfurt-Oder selber verfasst mit einem Muster aus dem Internet und das Ding ist nach hinten losgegangen. Zum einen möchte ich hier warnen vor der Verwendung von irgendwelchen Mustern von Anwälten, die aufklären wollen oder ähnlich unterwegs sind. Diese Muster sind häufig überzogen, unsachlich und unbrauchbar und genau deswegen hat das Verwaltungsgericht Frankfurt an der Oder die Sache auch ans Jugendamt abgegeben. Also lieber etwas Individuelles verfassen lassen und nicht solche Mustertexte verwenden. Das Verwaltungsgericht hat hier festgestellt, dass der jetzige Mandant von uns eben den Antrag gestellt hat für seine Kinder aufgrund Kindeswohlgefährdung, also diese Anregung nach 1666 BGB. Das Verwaltungsgericht hat gesagt, es sei nicht zuständig, wir geben es ab ans Familiengericht. Aber nicht nur hat sich das Verwaltungsgericht für unzulässig erklärt, denn von Amts wegen wird darauf hingewiesen, dass die Begründung des Antrags die Besorgnis begründet, dass die Eltern in erheblichem Maße das körperliche, geistige und seelische Wohl der Kinder gefährden würden. Mit seiner zum Ausdruck gebrachten Ablehnung von Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, die nicht einzelfallbezogen mit physischen oder psychischen Merkmalen seiner Kinder begründet wird. Und das ist eben das, was ich meine. Man muss individuell die Sachen begründen, warum individuell seine Kinder eben keine Maske tragen dürfen, sich nicht testen sollen und so weiter. Sondern unter anderem mit fragwürdigen, zum Teil pseudowissenschaftlichen Abhandlungen seiner politischen Aktivität bei Querdenken 711, der Bezeichnung der Maskenpflicht als Symbol politischer Unterdrückung und einer Gleichstellung der Maskenpflicht mit dem Tragen von Gesichtsbedeckungen aus religiösen Gründen, erweckt der Mandant den Eindruck, dass ihm die einhergehenden Gesundheitsgefahren der Kinder aufgrund des Coronavirus für seine Kinder nicht bewusst sind. Das heißt halt hier, das Gericht sagt, du hast hier pseudowissenschaftlich und mit abstrusen ideologischen Hintergründen den Antrag erklärt und nicht individuell, dass tatsächlich das Kindeswohl gefährdet sei. Deswegen nochmal Achtung vor der Verwendung von solchen Mustern. Insgesamt geht das natürlich gar nicht, der Zweck heiligt hier nicht die Mittel. Wenn eine Gesundheitsgefahr vorliegt, zum Beispiel Atemnot der Kinder unter der Maske, genau dann ist ja eine Gesundheitsgefährdung gegeben und genau dann, und da haben wir auch schon viele Verfahren gewonnen, ist die Anregung nach 1666 BGB vor dem Familiengericht auch erfolgreich. Hier ist es eben so, dass die Richter dann eher ideologisch denken und das ist eher eine politische Sache, was man davon halten soll, mag jeder selber wissen. Ich halte von diesen pseudowissenschaftlichen Ausführungen im Internet auch wenig, muss ich ehrlich sagen. Ich bin eher für eine sachliche Argumentation, für eine juristische Argumentation. Das Ganze soll ja auch erfolgreich sein. Deswegen Achtung vor solch merkwürdigen Mustertexten. Dann kann sowas nach hinten losgehen. Dessen ungeachtet stehe ich natürlich überhaupt nicht hier hinter dem Beschluss des Amtsgerichts Frankfurt an der Oder. Wir sehen uns wie immer vor Gericht.